Ja, wie ist es mir ergangen in der Corona-Zeit, die ja noch da ist jetzt? Ich habe einfach gemerkt, dass mir die Natur sehr viel Kraft gibt. Also ich war fast jeden Tag draußen, meistens alleine, mit der Kamera und habe einfach gemerkt, wie schön das ist, sich am Waldboden hinzulegen, nach oben zu schauen, zu sehen, wie der Baum im Wind weht, wie die Sonne aufgeht, Wolken zu beobachten. Teilweise habe ich mich gefühlt wie früher als Kind. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn jeder Mensch viel Zeit in der Natur verbringt, vielleicht auch mit sich selber nur in der Natur, um diese Ruhe zu nutzen und in sich zu gehen und einfach zu überlegen, wo man wirklich hin möchte im Leben und was seine Wünsche, Ziele und Träume sind. Und die Zeit hat uns das ja auch jetzt gezeigt. Das ist ein Text von der Christa Wolf aus dem Buch Cassandra. Und der heißt: Mein Leben, meine Stimme, mein Körper gaben keine andere Antwort als Nein. Und für mich war es wichtig, dass auch mein Körper Nein sagen kann. Es war eine sehr lehrreiche, sehr interessante und wichtige Zeit, von der wir hoffentlich etwas mitnehmen. Man könnte sagen, weltweite Exerzitien und auch ein unglaublicher Schub an Energie und an Kreativität.